Ja, auch ganz schön groß. Ochs Ausgang seid ihr wieder. Ja? Ja, okay. Was denn du da? Nix, nix. Da kommt ein Zombie. Ja, da kommt einer. Ich esse gerade, den muss ich immer kaputt machen. Wo denn? Oh. Ja, ich glaube, Sassi kümmert sich drum. Die war da nah dran. Nee, ich war da. Die rennt weg. Oh! Du darfst mich doch nicht hauen. Da knüppelt er mich nieder. Wer? Ich hab dich niedergeknüppelt? Nein. Mich ja. Ich hab mich gerade niedergeknüppelt. Nee, ich hab... Tatsächlich, hier liegt eine Leiche. Ich hab nichts. Also, ich zieh die Leiche aus. Es liegt alles auf der Wiese. Ach Mensch, Udo. Da hat der schon mich so einfach oft das wieder. Thema besprochen und das passiert trotzdem Micha, immer wieder. Du schuldest mir was, das weißt du, ne? Ja, ich hab doch gar keine Waffe in der Hand, ich hab doch gegessen. Irgendjemand hat mich aber niedergeknüppelt. Nein, ich habe auch nicht gehauen. Du bist mit Sicherheit in die Axt gelaufen. Nein, ich stand nur rum. Ne, ich hatte auch nicht gehauen. Ich hatte plötzlich nur noch eine Axt im Nacken. Nur. Ne? Und da hackt er mich einfach nieder. Na gut, also, egal wo du aufwachst, deine Sachen liegen hier. Du hast bis 2 Uhr nachts Zeit. Das schaffst du, glaube ich. Okay, Sergej. Bist du in der Nähe? Kannst du mich begleiten? Sergej ist bei Elektro unten, da wachst du nicht auf. Doch, bestimmt bei meinem ja, Glück schon. Aber bis ich das Spiel gestartet habe. Ach so, ja, stimmt. Weil ja, ich muss ja erst mal 5,5 GB runterladen. Das dauert mindestens eine Stunde. Ja, nein. Weiß schon. 2 Munitionskisten hat der Kerl hier, das gibt's ja wohl gar nicht. Udo, hattest du Rotflair dabei? Nee, ne? Nee, leider nicht. Nee. Und bleib von meiner Munition weg, sonst gibt Ärger. Na, geht doch nicht ran, wenn du das willst. Ist aber eigentlich noch Pfeile. Lass mir noch ein bisschen was über und dann ist das okay. Nein, interessiert mich gar nicht, was da ist. Och, ich hab nur mal aus Neugierde geguckt, was du da alles dabei hast. Ne? Eine ganze Menge. So ein Aufsatz auf die Pistole. Schick. Ja. Ja, den hatte ich neulich auch gefunden, da war aber Betty damaged, den hat er liegen lassen. Den wollte ich dann auch nicht. So, wo bin ich denn hier überhaupt? Hallo? Was siehst du denn? Freies Feld, Bäume, 3 Häuser und das war's. Das kann sein, geht's ein bisschen hügelabwärts? Ja. Okay, dann bist du bei Olfa. Olfa. Nicht Olfa, Orlowetz. Dann bist du bei Orlowetz. Erstmal gucken. Südlich von Berenzino. Am Arsch der Welt also, okay. Ja, aber näher wirst du nicht rankommen, denke ich. Ja, näher wirst du nicht rankommen, nee. Das wäre jetzt genau westlich. Ne? Ja. Und da bietet sich an über Polona, Gorka, Novisobor, Starisobor. Ja. Immer der Straße nach. Ohne Kompass kannst du dich halt schnell verlaufen. Na, also lieber so einen kleinen Umweg laufen. Und zwischendurch nochmal ein T-Shirt für Bandagen und irgendwas suchen. Ja, aber deine Sachen liegen hier. Ja. Okay, wollen wir weiter? Ja. Muss ja. Na gut, dann kommt mal mit.